Guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen schon einmal erzählt habe. Mit Sicherheit habe ich es Ihnen erzählt, aber Sie wissen ja, wie es geht. Haben Sie wahrscheinlich wie immer nicht richtig zugehört. Es geht eher mir selbst als oft nicht so. Folgendes, ich habe neulich geträumt, ich wäre nicht verheiratet. Sie ist so gut, habe ich schon lange nicht mehr geschlurft. Wo man gerade drüber schwätze, was man sich manchmal für ein Zeichserecht träumt. Ich habe mal geträumt, da habe ich auf der Erde gestanden, also auf der Erdkugel, und trotzdem, also gleichzeitig in meiner Küche. Wie wenn die Küche die Welt wäre, verstehen Sie? Horizont, alles im Griff gehabt. Ne? Und da war schräg hinter mir der Küchentisch, eine Sitzpfanne an der Stirnseite, der Schindler Gregor, und hinne auf der anderen Seite vom Tisch der Meiergurt. So als, wie sagt man, so als Fußnote. Und da habe ich im Traum noch gedenkt, hoffentlich guckt mir keiner zu. Man sagt, trinkt man noch einer, ne? Geht so zum Kühlschrank. Und wie ich kurz vorm Kühlschrank war, drehe ich mich nochmal rum, war hinter mir nichts mehr da. Die Küche regelrecht abgebrochen, ist das dort runtergegangen, also so die Küche, alles in Ordnung. Nur, wie gesagt, hinter der Sandale. Geht's runter ins Weltall. Ne? Wie sagt man dann? Ins Universum. Ne? Und komme irgendwie ins Rutsche und falle rückwärts aus der Küche ins Universum. Und im Falle habe ich noch gedacht, Herrgott, jetzt habe ich vergessen, Bier kalt zu stellen. Ne, kommt von ferne was auf mich zugeschwebt. Habe ich gesehen, es war eine Flasch. Also kein Pfandwertflasch. Ganz normale Flasch. Und wie sie so an mir vorbeiflieht, habe ich gesehen, das war mein früherer Chef. Mit Schraubverschluss. Dann habe ich in einem Zug gesetzt, der ist aber armee geflohen, also geschwebt. Dann geht die Tür vom Abteil auf, kommt der Fräuleinchen, so ja, lange blonde Haare, nicht ein, so, ansonsten. Ich habe noch gedacht, schlechte Ältere hat die nicht. Nee, ich habe noch gedacht, die jetzt nur nicht wach wäre. Man hat die so Getränkewägelchen vor sich hergeschoben. Dann sagt sie, das ist alles für Sie, greifen Sie zu. Und da habe ich gesehen, dass im Abteil noch eine Frau sitzt. Dann sagt die zu mir, Herr Becker, und dann stehen Sie sich. Habe ich gesehen, war das die Alice Schwarzer. Dann sind wir, wie der Name schon sagt, in einen Tunnel gefahren. Und wie wir aus dem Tunnel herausgekommen sind, sah das Fräuleinchen, es sollte mir vom Schindler Gregor und vom Meierkurt ausrichten. Sie wäre sehr enttäuscht. Sie täte noch in meiner Küche sitzen. Ob's länger dauert, tät. Und wie ich mich aufregen wollte, bin ich schwach geworden. Übrigens, der Ottmar, der Kassewart vom Verein, der ist politisch, ja, nicht engagiert, also der ist im Stadtrat. Ne? Und der sagt gerade da, neulich sagt der Heinz, hast du schon gehört, sagt er, die wolle doch jetzt dort, wo früher die Tankstelle war, ein Heim hinbauen für körperbehinderte Kinder. Sagt er, nee, das können wir nicht machen.
sagt er, demnächst in Kommunalwahlen. Ne? Sagt er, da tun wir sie erst einmal die Genehmigung erteilen für die Müllverbrennungsdeponie, weil, sagt er, das bringt wenigstens ein paar Arbeitsplätze. Ne? Und er sagt, jetzt sagt er, Heinz, jetzt einmal unter uns. Sagt er, tätst du das gut finden, wenn ein normales Kind aus dem Ort mit einem körperbehinderten Kind spielt? Er sagt, jo, es ist nicht ansteckend. Aber sagt er, die Kinder übernehmen ja alles. Ne? Sagt er, da hast du schnell eine Integration. Ne? Und dem sein Sohn, der Jens, muss ich immer sagen, es wäre so ein gut aussehender Kerl. Ne? Die Frau Bender hat schon gesagt, das wäre so ein Mann für unser Oliver. Der hat da am Revers so eine kleine Schleife. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, gibt es ja in alle Farben. Ne? Der hat sie in Rot. Ne? Wisst ihr, was das bedeuten soll, vielleicht für Fortgeschrittene oder. Ne? Nee, ich finde das auch gut, dass man die markiert. Ne? Ah, nee, dann ist das eindeutig. Ne? Nicht wie sonst, wo es immer heißt, das darf man nicht mehr machen, das darf man nicht mehr sahen. Ne? Darf schon heute dann noch nicht mal mehr Zigeunerschnitzel sahen. Ne? Das heißt dann Schweineschnitzel mit Migrationspanade. Ne? Obwohl ich Schwein schlimmer finde. Ne? Oder das krasse Gegenteil von dem, wo man gerade drüber schwätze, diese, wie sagen sie immer, Diskriminierung. So, nicht? Oder wo sie in letzter Zeit auch immer wieder drüber schwätze, Ehe für alle. Ja, wenn doch einer nicht will. Ich habe zum Hilde schon gesagt, Heinz hat, ich habe diese Gleichbehandlung nicht erfunden. Wie ich Ihnen gerade was erzähle. Wir waren neulich mit Meierkott und seiner Frau da in dem neuen Lokal essen. Jetzt haben die auf der Toilette am Waschbecken so eine Lichtschranke. Und das Gleiche im jetzt, wie sagt man da, im Männerural. Ne? Das habe ich gedacht, muss man da also erst die Hand drin halten. Ne? Dass da notdürftig Wasser kommt. Ne? Und da ist da aber erst Wasser kommen, wie ich schon fertig war. Ne? Und die haben hinten an der Wand am Waschbecken so einen Seifenspender mit so, wie sagt man da, so Waschelmotion. Ich drücke da drauf und der Spender elmotioniert. Mir die Seife da vorne auf die Hose. An eine Stelle, unter der Gürtellinie. Das habe ich gedacht, wenn ich jetzt nur mit Wasser dran gehe und zurück ins Lokal komme, fahre die mich ja gleich auf die geschlossene Urologie.
Heiß wird ein Papierhandtuch so gut wie es gang ist abgeputzt. Eine Information kriegen Sie noch gratis geschenkt. Das Papierhandtuch hat natürlich gefusselt. So, ich gehe ins Lokal zurück. Und du kannst dir jetzt schlecht an der Wand entlang rutschen. Oder was für eine Tranhalle. Kann ich ja gleich mit einem Schild durchs Lokal gehen. Hose versaut. Uns hat das so von der anderen Gäste, hat keiner was gesagt. Nicht? Daher kommt ja der Ausdruck Gastfreundschaft. Ich war noch 5-6 Meter vom Tisch weg, saß Hilde, aber so laut, dass der Tisch links neben uns auch was davon gehabt hat. Ach Gott, Heinz, du hast da vorne die ganze Hose versaut. Und damit der Tisch rechts neben uns hellhörig wird, sagt Roswitha, ach Gott, wirklich, Heinz, hast die ganze Hose versaut. Sei ich doch Stein mit meiner Flecke. Wie heißen dort die gesprengte Hunde? Dallmeier. Sagt Hilde, wie hast du das geschafft? Sagte Meier Kurt, was? Ne sagt Roswitha wieder. Mit seiner Kirchenchorstimme. Er hat sich die ganze Hose versaut. Sade Meier Kurt wer? Ne, ist mir innerlich bei 180 Grad der Faden geriss und sahen auch noch laut, ei ich da vorne die ganze Hose versaut. Sagt Hilde, wie hast du denn das geschafft? Heißt, ich han auf den Seife-Sponsor gedrückt. Und er hat ein bisschen fest gespendet. Ne, sagt Hilde, und da kann man sich so die Hose versauen. Heißt das, wenn ich's gewiss hätte, hätte ich vorher die Hose ausgezogen. Sagt Roswitha, ajo, der Kurt, der setzt dich immer hin. Heißt aber doch nicht in der Ural. Ja, nee, sieh, das ist das, was ich dort mit sagen wollte. Das ist eine Herabsetzung von einer Benachteiligung von Minderheiten. Ein Willi hat doch so Pech gehabt, weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal erzählt habe. Der ist Hundezüchter. Ne? Und der ist auf Hunde, ist der hier so, ach du lieber Gott. Ich glaube, der macht mit den Hunden mehr daher, wie mit seinen Kindern.
Ja, wenn eins von dem seine Kinder mal krank ist, der geht mit denen zum Tierarzt. Und der hat in Frankreich einen Kollege, der ist auch Hundezüchter. Und jetzt machen sie immer so, soll ich denn sagen, also sagen wir mal, sei Hunde gehen für 14 Tage nach Frankreich. Und dann kommen die französischen Hunde, also die Tiere, ne? Kommen dann da her. Ne? Wie so ein, ich habe keinen Schüleraustausch, aber. Ja, nee, verstehen Sie. Das, ne? Ob die Hunde dort dabei was lernen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Aber was es nicht alles gibt. Ne? Und der Willi sagt, seit 14 Tagen hat er einen Mischling. Ne? Also im Haushalt. Sagt der Heinz, seit die da ist, kommt nichts mehr weg. Sagt er, wenn ich irgendwas suche, sagt er, muss ich nur bei dir in die Tasche gucken. Ja, man lacht, aber es ist viel Wahres dran. Ne? Gut, das heißt jetzt nicht, dass alle Ausländer klauen, aber sie sind schon hochprozentig. Ne? Und der Willi sagt, in Ungarn wäre das ja so schlimm. Ne? Sagt er, die wäre dort regelrecht ingesammelt und erschossen. Ne? Also, und die armen Hunde bleiben allein zurück. Ne? Jetzt, was ich erzählen wollte vom Willi, wo ich sah dann, dass er so Pech gehabt hat, da war doch dort die Sache mit seinem Pitbull-Terrier. Nicht? Und das ist ihm damals schwer an die Niere gegangen. Nicht? Obwohl das Gericht gesagt hat, das Kind hätte dort dürfe nicht frei herumlaufen. Ja, der Willi sah, das wäre immer, muss ich erst die Hunde eingeschläfert. Ne? Und er sah, du musst nicht denken, dass die Eltern mal was gesagt hätten oder so, ne? Dass die vorbeikommen wären, hätte gesagt, Entschuldigung oder es tut uns leid oder so. Nix. Ne? Der Willi sah, das gibt Kindergeld. Sagt er, es gibt Flüchtlingshilfe, aber sagt er, du bezahlst Hundesteuer. Sagt er, so viel zur Tierliebe in Deutschland. Und die da bei ihm im Haushalt wäre, die hätte noch einen Bruder, der wäre aber noch dunkelhäutiger wie sie. Ah ja, denn ihr Vater ist damals noch Rammstein gekommen, wie schon da in die Palz, zum Amerikaner, zum Militär, als Neger. Ne? Und die Willi sagt, ne, wäre die damals hier in Deutschland als Kinder auf die Welt kommen. Ne? Sagt er, das Glück haben sie schon gehabt. Ne? Und ihr Bruder heißt Wolfgang. Das, gut, kannst du nicht ändern, aber. Nee, dass ein schwarzer Wolfgang ist. Rufen wir auf der Straße Wolfgang. Wie viel Neger sich da rumdrehen. Das ist dasselbe, wie wenn ich Lumumba heiße. Lumumba Bäcker. Ne? Müssen wir sich auch dran gewöhnen. Ne?
Und die Willi sagt, wo sie doch immer da schwätze über diese Rassendiskriminierung, ne, sagt er überhaupt nicht. Sagt er kein bisschen. Sagt er, das ist so ein netter Mann. Ne. Sagt er, auf die Idee käme der gar nicht. Jo, man darf ja nicht alles glaube, was erzählt wird. Im Gegensatz zu der anderen Geschichte, sagt man, ah, dort der Willi erzählt vom Seiler Edwin, der hätte sich aufgehängt. Aus heiterem Himmel. Man wisst jetzt auch nicht, warum. Nicht? Ob er krank war oder verheiratet. Er war schon verheiratet, man wüsste jetzt nicht, in welchem Verhältnis. Ne? Großer, kräftiger Mann, ne? Immer gut angezogen, so mit Krawatte und so. Ne? Dann zum Hilde gesagt, der hat ja eigentlich sämtliche Knoten gekannt. Ne? Ja, ich habe aber gesagt, eigentlich hat er Glück gehabt. Stell dir mal vor, sowas geht schief. Das Seel reißt durch, falsch runter, schlagst dir sämtliche Knie auf, ne? Hast vielleicht noch helle Hose an. Ne? Jo, seine Frau war fix und fertig. Ne? Sie sagt, an mir bleibt sie wieder hängen. Ne? Um Speicher hätte sie nicht gefunden. Hätte sich vom Wohnzimmer noch ein guter Stuhl mitgenommen. Und das hätte sie ihm immer wieder gepredigt. Er sollte wenigstens die Zeitung drunter legen. Ja, und die Versicherung bezahlt ja auch nicht. Sie sagt, er hätte mindestens ein Jahr oder zwei warten müssen, dass dann wenigstens ein Teil, also teilweise vergütet wird. Ne? Jo, sie sagt, bei sowas haben wir nie Glück. Ne? Und dem sei schwacher. Also das habe ich Ihnen mit Sicherheit schon mal erzählt. Ich jedenfalls kann mich nicht daran erinnern. Der hätte so einen Haufen Geld verdiene, hätte eine riesige Baufirma. Ne? Und der hat die Firma in Brasilien. Ist das Südamerika? Hallo? Nee, ist das Südamerika? Ja, ja, dann sagen Sie es doch. Ja, nee, weil dann ist das das. Ne? Jo, wie gesagt, hätte ja riesige Baufirma, die Haufen Geld verdienen. Ne? Und der macht, wie haben Sie gesagt, im Regenwald macht der Raubbau. Ne? Ist auch bestimmt nicht immer angenehm. Ne? Bei Wind und Wetter. Ne? Ja, nicht wie bei uns, wo man als Herd, wo Baufirmen Arbeiter ohne Aufenthaltsgenehmigung mit dem Stundenlohn ausbeuten. Ne? Und sind ja auch viel dunkelhäutige, ganze Dunkelziffer. Ne? Mit der Schwarzarbeiten. Ja, das ist ja alles nicht illegal. Ne? Gegen das Gesetz, wie sagt man dann, entgegengesetzt. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man hört, was die in ihrer Heimatländer verdienen. Ne? Die sind ja, kann ich sagen, genügsam. Ne? Die sind das ja gewöhnt, weniger zu essen. Ne? Ja, und auch bei einer Abschiebung, das kostet ja alles Geld.
und die Herrschaften fliehen mit dem Flugzeug zurück. Und wie gesagt, das kostet ja alles einen Haufen Geld, aber wir bezahlen es ja. Mit unserer... ja. Mehrwertsteuer oder... Wenn Sie es bezahlen müssen, kommen Sie mit dem Boot. Also unterm Strich sparst du doch kein Geld. Mein Vater hat früher immer gesagt, man muss wissen, wo man herkommt und man muss gucken, wo man bleibt. Jetzt mal bildsinnlich geschwätzt. Wenn wir schon das Auffangbecken sind, wie sie immer sagen, wie die ganze Flüchtlinge, wo es ja als heißt, ja, das wäre teilweise ausgebildete Fachkräfte. Ja. Es nützt mir das, wenn die Inbrecher Abitur hat. Ja, nee, jetzt, wenn wir schon das Auffangbecken sind für die ganze Unlegale, ne, dann musst du auch gucken, jetzt verstehen Sie mich nicht richtig, ne, dann musst du auch gucken, dass der Abfluss frei bleibt. Ne. Man sagt nicht umsonst, es hat alles seine Grenze. Aber... offensichtlich nicht mehr in der heutigen Zeit. Und so einer wie der Müller-Karl, will ich Ihnen gerade erzählen, schafft über 40 Jahre auf der Grube, was hat er gerät? Ein Keramikteller und eine Staublung. Ein schöner Teller. Hat er jetzt im Wohnzimmer hängen? Wo vorher das Bild von seiner Frau gehängt hat. Ah ja, die hat damals, wie sie erfahren hat, dass er eine Staublung hat, hätte sie eine Sitze gelöst. Ne? Sie hätte gesagt, sie hätte im Leben schon genug Dreck weggemacht. Ja, man kann sich nicht immer aussuchen. Ne? Es hielte, hat er schon ein paar Mal gesagt, seine Mutter hätte damals, kurz nach unserer Hochzeit, hätte sie gesagt, das war's mit dem Dolce Vita, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und sie hätte zu ihm gesagt, guck, dass du möglichst schnell deine Kinder kriegst, weil, sagt sie, dann hast du für den Rest vom Leben in der Hinsicht deine Ruhe. Ja, sie hat gesagt, ich weiß, wie es bei deinem Vater war. Sagt sie, anfangs, als immer noch, wenn er Moena über den Durst getrunken hat. Aber sagt sie, hat am Schluss ja auch so gut wie nichts mehr getrunken. Es gibt aber auch so viel wie du, Kollege von mir, die sind genauso lang verheiratet wie mir. Das ist jetzt auch egal. Der hat jetzt seine Mutter daheim als Pflegefall. Die hat dement. Und er sagt, das ist schon eine Belastung. Sagt er oft, wo meine Mutter seine Frau Dos Inge nicht mehr wiedererkennt. Sagt er, meine Mutter ist ja manchmal dann doch zu beneiden. Ja, wenn er sagt, oft, wo sie nachts durch die Wohnung geht, wo sie nicht mehr weiß, wo sie ist, nicht? Wo es dann auch als an den Kühlschrank geht und Wurst und Käse ist, nicht der seine Frau, du ist Inge, sagen, ich kann das Zeug doch nicht doppelt kaufen, es geht doch alles ins Geld. Nicht? Da wollte seine Frau die Wurst auch nicht mehr essen, weil sie sagt, sie verdeht sich vor der Frau. Ja, jetzt nicht direkt ekele, aber sie sagt, wenn es meine Mutter wäre, würde sie mir nichts ausmachen.
Jo, er sagt, meine Mutter kratzt sich als die ganze Overarm auf. Geht dann an die Lebensmittel und. Nee, das kann man dann schon verstehen. Jetzt hätte er, sagt er, Heinz, dir. Was ist denn? Jetzt hätte er sagt, Heinz, dir kann ich es erzählen, aber sagt er, erzähl's nicht weiter. Jetzt pass auf. Jetzt hätte er in den Kühlschrank vorne aufs Gefach zwei Mausefallen gestellt. Sagt er, jetzt muss ich meins meiner Mutter als die Mausefalle an der Hand abmachen. Und da tät sie immer sagen, ach, wenn ich dich nicht hätte. Und sie hat schon ein paar Mal gesagt, wir müssen mal den Doktor holen, weil, sagt sie, es Inge wäre im Kopf nicht richtig. Sagt sie, die will im Kühlschrank Mäus fangen. Wie sagt man, wenn man nicht lachen tät, wäre es auch traurig, nicht? Ich meine, da kann man sich schon vorstellen, dass es da auch welche gibt, die an Sterbehilfe denken. Ne? Also jetzt nicht Mord. Nein, ne, wo man sich erleichtert. Ne? Dem anderen dann halt da die, wie sagt man, dann Eucharistie gibt. Sagt Hilde, tätst du das wolle? Ich sagte, müsst mal vorher noch erklären, wie das mit dem Trockner geht. So ist das mit dem Leben, das fängt mit der Geburt an, hört mit dem Tod auf und dazwischen muss man gucken. Aber es gibt einiges, wo nicht im Argen ist. Nicht? Allein dort das Thema, also da kann ich mich nicht damit abfinden. Wie sagen Sie immer, dort diese einheitliche Geschlechtsehe. Also wo Männer und Frauen getrennt heiraten. Also wo ein... Nee, also wo ein Homosexueller, ein Schwuler heirat und umgekehrt auch. Ne? Bei der Frau gäbe es das auch, da wäre es ein bisschen komplizierter. Also jetzt warten wir wie, wenn eine Frau ein Schwuler heirat, wäre der lesbisch oder so. Ne? Und du lieber. Früher hat lediglich so eine Debatte gestanden, entweder sie ist katholisch oder evangelisch. Hauptsache sie kann kochen. Der Stefan wollte uns neulich doch so einer ins Haus schleppen. Ja, der Tänzer, der wollte Tänzer werden. Und ich sagte, aha. Traumtänzer. Nee, der hat Ballettunterricht. Weißt du, das sind die, die sich vorne in die Hose ganze Hase in den Schaffe.
heißt, komm her. Uff. Dass nachher noch erst ein Bäckerhans seiner ist. Homosexu, stell dir mal sowas vor. Der hat auch so Schleife, ne? Der hat sie in weiß. Wisst ihr, was das bedeuten soll? Für Anfänger, oder? Sie haben zum Stefan gesagt, deine Mutter tät nicht mehr als Haus rausgehen. Ich habe gesagt, du weißt ja auch, dass das Bakterieträger sind. Also ich kann nicht jedes Mal, wenn der da herkommt, also wenn überhaupt, nicht? Wenn der da herkommen tät, man kann nicht jedes Mal das Haus von oben bis unten desinfektieren und Knoblauch aufhängen. Sagte Stefan, der wäre kein Vampir. Das kann der machen, wie er will. Jedenfalls habe ich gesagt, reizt mich das Thema bis aufs Blut. Ich habe gesagt, ich bin bestimmt nicht tolerant. Also in seinem Kreis kann der machen, was er will, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe mir meine Schwiegertochter anders vorgestellt. Also sah deiner Mutter nichts, also die sterzt sich das Küchenfenster raus. Dann sagte Stefan, das klemmt doch. Ich sag, das ist schnell gemacht. Man hat doch früher nicht, also ich habe doch früher zum Hilde nicht gesagt, kennt mich jedenfalls nicht daran erinnere, da ist so in der groben Richtung, da wie, ja, ich liebe dich. Das hat es ja damals in der Form gar nicht gegeben. Also nicht, dass man sagen kann, das hätte es nicht gibt, aber meine Mutter hat zu mir immer gesagt, da war ich vielleicht 16 oder 17, hat die damals gesagt, wer sowas sagt in frühester Jugend, ne? Also da, ich liebe dich in der Dummzeichnung, ne? Ja, jetzt sagt sie, wer sowas sagt. Sagt sie, der fährt auch schon mit dem Moped darum und racht. Mein Vater hat mit mir über das Thema ein einziges Mal geschwitzt. Da ist es damals da, welche Kondome da. Und dann hat er damals zu mir gesagt, war ich aber schon verheiratet, ne? Sagt er, wenn du mal mit deiner Frau, du, nicht, und sagt er, dann benutzt du so ein Ding, ne? Weil, sagt er, es ist auch gegen die Verhütung, ne? Aber sagt er, in erster Linie ist es, dass sich der Mann bei der Frau nicht ansteckt. Ne? Deswegen finde ich das so mit der künstlichen Befruchtung gar nicht so unvorteilhaft. Ne? Also das heißt nicht künstlich, weil der Mann jetzt so vielleicht eine Prothese hätte oder so. Ne? Nee, das ist wissenschaftlich ausgedrückt oder wie man das sagt. Ne? Fehlt in dem Vorgang, also sagen wir, ja,
In der Kette fehlt ein Glied. Ne. Oder anders ausgedrückt, es ist keine, wie steht immer auf der Weinetikette, keine Erzeugerabfüllung. Ne. Ne, das wird dann im Labor mit so Reaktionsgläschen, ne, wird die Natur künstlich erzeugt. Oder, ne. Und ich finde das so für den Mann, ne, oh, hast du den ganzen Zirkus gespart. Du, ne, und Frauen wollen ja immer da mit besondere Gefühle, Romantik, Kerzenlicht, ein Glas Wein, das ist doch kein Betriebsausflug. Nee, und deswegen finde ich das mit der künstlichen Befruchtung doof. Ne? Sonst lasse sich die Frau jeder Flow ins Ohr setzen. Wenn man früher von der Arbeit heimgekommen ist und im Schlafzimmer war die Heizung an, hast du genau gewusst, was auf dich zukommt. Da hat mir unterm Unterhosegummi schon das Wasser gestanden. Ja, dann hast du auch gar nicht erst ins Fernsehheft diese Kugel. Ne? Und dann ist ja ohne Garantie an dem Abend im Fernsehen Fußballspiel kommt. Ne? Wie sagt man im Alter, also man kann nicht über sein Eichner, doch wie sagen sie, im Alter wird der Schatten kürzer. Ne? Über kurz oder lang muss man sich doch sein Gedanken machen. Ne? Hätte Simo im Moment Zeit? So 20 Minuten. Ja? Ah, wenn sie Glück hat.